Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier im Poseidon's Hain, nicht im, sondern in Poseidon's Hain, in Atlantis. Und ich habe mir angeguckt, was Ostraka ist. Ich habe mir auch gerade mal markiert, wie man da hinten sieht. Habe mir ein Video angeguckt von Simone T. war das. Grüße gerne aus dieser Stelle. War aber auch wieder ein viel zu langes Video. Warum sind hier überall diese Dinge? Habe ich nicht schon alle eingesammelt? Ich habe gar keine Ahnung. Bin ich nicht einmal schon rumgelaufen? Wir sammeln erstmal weiter die Lore hier ein. Minceas, der verlorene Arch und die Kaste des Basileus Poseidon 247. Es bricht mir mein altes Herz zu wissen, wie gering mich mein Sohn Minceas schätzt. Dennoch bleiben die Tore zu seinem Palast für ihn geöffnet, sollte er sich je dazu entscheiden, zurückzukehren. Okay, die haben anscheinend alle einen eigenen Palast. Ich würde nämlich gerne noch dieses goldene Ding machen, wenn wir hier dann erstmal das gemacht haben. Kommt da hinten auch noch mal was eigentlich? Mal erstmal gucken, was hier noch ist. Oh, wow, noch mehr davon. Komm, gib mir noch mehr. Ja, endlich. Okay, davor ist noch eine Kiste. Was ist da vorne? Lass mich raten, hier ist es auch noch was? Ja, endlich. Irgendwo ist hier noch was gewesen, aber das Spiel möchte es mir nicht mehr zeigen. Okay, noch mehr Kisten. Okay, da ist sogar eine Wissenskiste. Aber wann habe ich das Ding denn fertig? Also irgendwann muss ich da aber rumgelaufen sein. Ich habe irgendwie erwartet, dass das hier oben irgendwo ist. Das, sag doch schnell. Ostraka, aber nein. Ich meine, da hinten müsste es aber schon gewesen sein, oder? Und dann, ich bin da, glaube ich, da raus. Wir fliegen nochmal hier ein bisschen näher ran, um zu gucken, ob es hier noch ist. Nein. Okay, dann haben wir hier noch auf dem Weg ein paar. Aber an so einem war ich doch schon. Ist das nicht genau das gleiche? Ich meine, ich bin hier schon hochgelaufen. Es wäre dumm, wenn man sich das mehrmals holen könnte und dann einfach damit levelt. Also, was heißt leveln? Man kriegt ja nur 3 Punkte davon. Die scheinen ja nicht wirklich viel zu bringen. Aber es wäre schön, wenn man das abschließen könnte, weil genau diesen Weg bin ich gleich schon mal hochgelaufen. Garderos, Arch in der Kultur, ist mein Lieblingssohn. Er ist ein Meister der Kunst. Unermüdlich regt er die Vorstellungskraft durch einen nicht abreißenden Strom an Unterhaltung an. Sein kulturelles Wissen, seine Erfahrung verleihen ihm eine verblüffende Sicht auf Atlantis. In unseren schwersten Stunden gab uns Garderos Sicherheit. Er lenkt uns ab und erhebt uns über die Härte dieser Realität. Sein Spektakel bieten einen Rahmen für Ise und Menschen, sich gemeinsam an seiner Arbeit zu erfreuen. Obwohl ich daran zweifle, dass die Menschen sein Talent wirklich begreifen. Ohne seinen Einfluss würde unsere Stadt nicht so hell strahlen. Okay, ich war hier noch nicht, weil das kommt mir unbekannt vor. Aber sieht halt genauso aus wie das, wo wir schon waren. Also das finde ich ein bisschen schlecht gemacht. Dass man nicht so wirklich weiß, wann man alles gemacht hat, weil es alles gleich aussieht. Also wie viel waren da jetzt noch? Ich glaube noch der da hinten und dann noch einer. Und eigentlich wollte ich ja den goldenen Ort machen. Mal gucken, wie weit das hier, wie lange es also dauert. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob ich irgendwas hier in den Domas finden soll, weil das Spiel es mir nicht sagt. Aber ich müsste auf der Karte doch gucken können, oder? Ich habe gerade keinen Ort, wo ich es überprüfen könnte, weil ich meine, wenn man da rüber geht, dann steht das da auch. Aber ich kann mich irren. Hallo. Autochton. Archon der Landwirtschaft. Ja. Das Jahr lese ich mir vor, von wem das ist, was immer von denselben. Der junge Autochton hat sich mit einem seltsamen kleinen Mann namens Neokles zusammengetan, um mit Hilfe der fruchtbaren Ländereien von Lens nicht nur meine Bürger, sondern auch die Wohner anderer Isostadt zu versorgen. Mein Sohn ist ein Träumer und hat den Kopf ständig in der Erde. Die Zeit wird zeigen, was er vollbringt. Also ich meine, dieses Symbol heißt, dass es da eigentlich was geben müsste. Weil es ja nicht weiß, weil es ja nicht ausgegraut ist. Hatte ich hier hinten jetzt noch was? Ich glaube nein. Komm schon. Können wir mal den aufmachen? Ja. Okay, dann reiten wir zu dem goldenen Fragezeichen. Was wollte ich ja sowieso machen? Und dann haben wir das Ostraka. Dann gucken wir von wo aus oder wohin wir gehen vom Ostraka aus.
Weil wir haben jetzt aktuell noch 3 Nebenquests offen, die wir annehmen können. Und ich habe ja schon eine angenommen. Das heißt, uns fehlen dann noch 4 insgesamt. Dann haben wir eigentlich alle schon angenommen. Was haben wir denn hier Schönes? 50 Meter von uns entfernt. Ich bin da, oder? Und ich bin das unter mir noch, gut. Ich wollte gerade schon sagen. Ich wollte auf die Steine springen, aber gut. Was haben wir hier denn Schönes? Schmiede von Atlantis. Okay, was können wir hier machen? Können wir hier noch Waffen bauen oder so? Stimmt, die waren da, sie, nicht Schmieden, sondern die Artefaktstätten oder sowas. Und diese mystischen Ogre und sowas waren das hier. Okay, da ist die Schmiede. Und da oben sieht es aus wie eine große Schmiede. Interessant. Das da oben sieht auch irgendwie relevant aus. Die Schmiede von Atlantis, die ISO haben die Formen von Hephaistos letzten. Haben für die Form für Hephaistos letzte große Waffen in den Tiefen Atlantis aufbewahrt. Sammle genug Adamantbarren, interagiere mit einer Form, schmiede deine Waffe für den Spieß, die Jäger, Krieger oder Attentäter. Jede Waffe kann nur einmal hergestellt werden, wie sie also. Wähle also mit Bedacht. Ja, ich hätte gerne. Ja, wenn ich jede Waffe machen kann, einmal, dann nehme ich einfach. Alle einmal. Oder kann ich nur eine Waffe auswählen? Also dann würde ich glaube ich die Kriegerwaffe nehmen, weil ich doch schon am meisten als Krieger spiele. Ich würde gerne gucken, was da oben ist. Und das sieht auch ziemlich cool aus. Also diese Aquarium finde ich echt cool. Ich denke nicht, dass da irgendwas ist. Ich wollte es mal angucken. Wer immer das hier hingestellt hat. Er ist komplett nutzlos. Okay, gut, das haben wir gemacht. Wir können auch mal in die Schmiede gucken. Was es kosten würde, wenn ich meine 2 Adrenalin-Punkte Axt wieder verwenden würde, die Minotaurus-Axt, weil das ist halt meiner Meinung nach die beste. Ja, moin. Na, erstmal können wir Schrott verkaufen. Verbessern. Was würde mich das kosten? Ach, kostet mich noch 50.000 und richtig viel von dem anderen Zeug. Also beziehungsweise... Ja, Holz ist schon ziemlich viel. Das andere geht. Das würde natürlich richtig viel machen. Wird das andere auch verbessert? Oder habe ich da sowieso 21% Kriegerschaden drauf? Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, wir sehen uns dann. 21% Kriegerschaden, ich glaube irgendwas. Okay, das muss ich auch nochmal verbessern. Wäre natürlich cool. Aber aktuell würde ich vielleicht drauf gehen, eine andere Waffe zu nehmen. Also eine andere große Axt zu nehmen und dann einfach hier 2 Dinge da reinzuschmieden. Okay, hier ist nichts mehr für mich. Schade. Dann würde ich sagen, porte ich mir mal nach oben und dann können wir von oben da wieder runterspringen. Wohl zur Schmiede können wir sowieso. Und dann sparen wir uns den Weg da wieder rauszuwuseln. Wo es glaube ich gar nicht so ein großer Umweg wäre. Ich wollte da nicht hinspielen. Ich habe nach rechts weiter gedrückt. Hallo Poseidon. Sagst du was? Wenn du Fragen hast, frag mich. Wo bin ich? Atlantis. Also wirklich. Alle 7 Jahre durchläuft unsere Entfernung. Das haben wir doch. Ah, das muss dir von meinem Stand. Das haben wir schon alles durch. Wenn die deine. Mein. Warum wird mir das nochmal. Warum kann ich das mal anklicken? Das habe ich sonst, glaube ich, nicht in dem Spiel. Also in manchen Spielen kenne ich das, wenn man das Witcher 3 zum Beispiel guckt, ich auch gerade noch ein paar Fisch und habe es mal im Privaten angespielt. Da ist mir schon öfter mal aufgefallen, dass das da irgendwie mal nach einer Quest oder sowas, dass man das mal nur anklicken muss, aber hier in Assassin's Creed Odyssey sagt mir das gerade gar nichts, dass das schon mal aufgetreten ist. Ich hätte gerne so einen Fallschirm, dass ich einfach hätte hinspringen können.
Das wäre cool, so ein ISO-Fallschirm. Lauf halt mit deiner Wildkatze hier rum. Was zur Hölle? Gibt's vielleicht neue Gefallen oder so ein Quatsch? Da gibt es Söldner-Kultisten, aber... Die haben wir schon alle fertig und es gibt keine neuen. Wir könnten auch neue Söldner jagen, wenn wir wieder im Hauptspiel sind. Weil es gibt ja diese S-Ränge noch und wir sind mittlerweile in S1, weil ich ja schon wie ein paar davon getötet habe. Aber die sind halt so ein recht hohes Level gewesen, im Gegensatz zu vorher, aber irgendwie sehe ich das nicht so wirklich. Ich glaube, es bringt auch nichts, außer, hey, du kannst es machen, wenn du willst. Und ich finde doch, das Spiel an sich ist halt nicht wirklich gut. Also ich sehe halt nicht, dass ich das hier nur irgendwie freiwillig weiterspiele. Der Sohn, der die Sonne betrachtet, ja, okay, das haben wir gemacht, muss ich hier mal vorlesen. Also ich sehe auch irgendwie keinen Flammenwaggon, aber wir wissen schon, worum es geht. Okay, wir haben jetzt den inneren Ring praktisch fertig. Ich würde jetzt, glaube ich, da übergehen, hier hinzugehen. Das wäre der Licht, weil wir gerade hier vorstehen. Und dann uns ja, den Ort hier angucken. Die sind hier immer so getrennt, ne? Ich würde dann, glaube ich, zum hier mal jeweils damit Ikaos rüberfliegen, um zu gucken, ob da noch irgendwelche, wie nenne ich die? Wissensgegenstände finde, um unser ISO-Wissen freizuschalten, aufzufrischen, wie man es nennen mag. Weil dann haben wir immer so abgetrennte Bereiche. Okay, gibt es zum Beispiel eine ganze Menge, deshalb wollte ich das auch gucken. Okay, das ist anscheinend wieder irgendeine Festung oder so ein Quatsch. Und wenn wir die halt einmal rüberspringen. Oder fliegen, besser gesagt, und dann einmal alles scannen, dann kann man das immer schön ja, auf diese kleineren Dinger begrenzen. Und findet vermutlich dann die meisten davon. Ich habe gerade erwartet, dass hier auch noch wie ein Gegner ist. Sind das Adamantkisten? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Adamant war ein bisschen anders. Oder? Ich glaube, Adamant war das da. Und die anderen sind dann einfach eine random normale Waffenkiste, oder wie? So, die Frage, wofür? Okay, ich glaube, ich habe jetzt soweit erstmal alles angeguckt. Was haben wir hier vor uns? Habe ich hier gerade anscheinend auch schon erkundet. Garten des Triton. Eukos von Atlantis. Was gerade so ein bisschen schade ist, dass die Sichtweite von diesen Symbolen nicht so hoch ist, wie man, also wie es mir wünschen würde. Weil ich das zum Beispiel jetzt gar nicht mehr gesehen habe am Anfang. Müssen wir irgendwie so einen Laser umleiten? Sieht irgendwie für mich so aus. Noch nicht runterspringen, Cassandra. Gucken wir uns mal, was das für komische Kistchen sind. Atlantis finde ich bisher schon recht schön. Mag auch die Musik. Passt hier gut zu. Weil es ein bisschen unheilvoll das gerade so in sich hat, finde ich. Ich glaube, ich muss sie gleich zerstören, das bringt mir ja nichts. Ich werde die einfach nur alle looten. Wir haben bisher noch keine neuen Skillpunkte. Ne? Ein Alternative ist die Kastes, Zyklus 8-12 von Aletia. Können ISO und Menschen friedlich koexistieren oder verdirbt unsere Technologie die Menschen immer? Werden die ISO jemals aufhören, die Menschen als minderwertige Spezies anzusehen? Ich dachte, ich könnte für ein Gleichgewicht zwischen unserer Spezies sorgen. Doch ein Schritt auf die Menschen zu bringt mich einen Schritt weiter von den ISO weg.
Vielleicht gibt es noch das Gleiche. Vielleicht gibt es das Gleichgewicht gar nicht, wie ich es mir ausgemalt oder erwartet hatte. Atlantis soll eine perfekte Gesellschaft sein und doch existieren immer noch so viele Vorurteile. Selbst wenn Menschen nicht nur gezüchtet werden, um dienstbar zu sein, wird es viele Zyklen dauern, bevor die Geschichte ihrer Schöpfung verblasst. Am Ende dieses Zyklus soll ich darüber richten, ob Atlantis würdig ist. Niemals könnte ich eine Gesellschaft, die Menschen so behandelt, als erfolgreich einschätzen. Trotzdem mag ein Neuanfang auch keine Lösung sein. Vielleicht sollten wir eher auf dem wenigen bisher Erreichten aufbauen. Okay. Okay, ich kriege anscheinend nur relativ viel Obsidian-Glas. Wozu ich natürlich nicht Nein sage. Also, was ist relativ viel? Also, kriege halt mehr als 0. Obsidian-Glas und Holz? Ja. Nehmen wir mal alles mit. Gebrauchen kann man es bestimmt auch noch für irgendwas. Okay, anscheinend kann ich das nicht looten. Ich habe ja gerade keinen Feuerfall mehr, ist ein bisschen schlecht für mich. Dann holen wir uns jetzt diese Plattform, holen uns die Quest und würde ich sagen, machen wir den Ort und vielleicht noch dieses Lichträtsel, weil ich glaube, wir müssen irgendwie schaffen, dass es hier. Also wahrscheinlich müssen wir es auf mehreren Plätzen machen, dass es Licht wird. Hallo Freunde. Gedenken an Melita. Melita, persönliches Tagebuch. Diese Gärten sollen mehr sein als nur ein Ort zur Erholung. Sie sollten den Boden. Der Boden sein, aus dem eine neue Welt, aus dem sie eine neue Welt formen würden. Eine, in der jedes Element unter ihrer Kontrolle wäre. Zu spät würden sie ihre Hybris erkennen. Was zur Hölle ist ein Hybris? Das habe ich schon öfter gehört. Ich weiß nicht, was das Wort bedeuten soll. Wir haben da unten mehrere Sachen. Also anscheinend ist diese Festung oder was das hier ist, unterirdisch. Aussichtspunkt hatte ich hier doch nicht, ne? Iris-Sammlung, neuer Ort entdeckt. Hallo, Ziege? Ja, da kann ich auch den Quatsch mitnehmen, aber irgendwie. Also, da jetzt extra hinlaufen, sehe ich jetzt nicht für das bisschen Zeug. Klar, kann ich die Obsidian-Stein für irgendwas gebrauchen, aber so richtig wichtig finde ich es jetzt nicht. Hallo. Klar, es wird jetzt einfach random Nacht. Ah, die Castes. Es heißt, du könntest mir bei meinem Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt helfen. Deinem was? Oh, verzeih, ich fange am besten von vorne an. Ich bin Neokles, ein himmlischer Gärtner hier in Atlantis. Ich arbeite daran, das Pflanzenwachstum zu unterstützen. Was, ich ein Mensch? Können die Pflanzen hier nicht von allein wachsen? Oh nein! Du bist doch keine Anhängerin von Minerva, oder? Ich kenne keine Minerva. Ich kenne niemanden, der Minerva heißt. Ihre Schüler verachten meinen Photosynthesebeschleuniger. Sie wollen Gelehrte sein, aber folgen einer so überaus rudimentären Doktrin. Hör zu, kann ich etwas für dich tun? Verzeih mir, Dicastes. Du bist noch neu in Atlantis und ich war voreilig. Ich fange von vorne an. Ja, okay. Im Grunde sind Pflanzen unsere wichtigste Ressource hier. Doch die Menschen haben zu viele von ihnen gepflückt und nun leidet die Luftqualität. Du willst neue anpflanzen? Ja, sozusagen. Ich habe eine Hypothese, eine Theorie. Ich glaube, eine mächtigere Energiequelle als die Sonne könnte zu einem nachhaltigeren Wachstum führen. Da komme ich nicht mit. Im Garten des Triton gibt es Vorrichtungen, die das Licht reflektieren. Leiten wir die Strahlen mit Hilfe der reflektierenden Oberflächen um, können wir das Pflanzenwachstum stimulieren. Ich soll die Beleuchtung verbessern. Ja, eine Dicastes, die sich um die natürlichen Ressourcen kümmert. Das sendet ganz Atlantis eine klare Botschaft. Okay. Eine gute Botschaft, hoffe ich. Erschwerte Licht. Müssen auf die zentralen Obelisten. Lichtstrahlen, die zentrale Struktur treffen. Ja gut. Klingt machbar. Ist die Frage, ob wir es in diesem Part noch schaffen und ein bisschen überziehen oder. Ob das alles zu schwierig wird. Das muss die Vorrichtung sein, von der Neokles sprach. So ähnlich habe ich doch das Tor zu Atlantis geöffnet.
Soll ich das runterjeden einfach? Okay. Ich würde sagen, wir machen den ersten Lichtstrahl fertig und dann werden wir den Part und was am nächsten Mal fertig. Okay. Jetzt muss ich da irgendwas tun? Ne, hier ist auch schon, das heißt, jetzt muss ich hier was tun. Aber was ist die Frage? Ich kann das ja nicht irgendwie drehen, oder? Achso, okay, ich muss einfach nur kaputt hauen. Sehr gut. Das war Nummer 1. Ja gut, dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.